Salü, Layflyer Dalton, Milchheuer, willkommen bei Sky Factory 3. Also, wir sind hier Folge 4, müsste das sein, ne? Oder Wanda könnt ihr ein Bild im Schirm. Auf jeden Fall, eben haben wir letzte Woche hier hochgehalten, ich habe ein bisschen Brick May aus dem Schäfchen rausgeholt. Und wir über den Stack, der das gar nicht so schlecht. Und das guckt weiter. Auf jeden Fall können wir dort definitiv aufhängen schon mal. Wir werden ein relativ minimalistische Dinge machen für den Anfang. Wir haben die Möglichkeit, wirklich zu vergrößern. Ich fange mal mit 3 Facetten an. 2 Tank an 1 Dusch. Der Tisch, wir machen wegen so doch ein Dusch. Kann ich die nicht? Doch, ich kann die zusammensetzen. Ne? Merci. Oder wie gesagt, 1 Dusch und 2 Tank. Voilà. Da brauchen wir einen Controller, für das Ganze überhaupt läuft. Und wir brauchen auch einen Tank. Also ein Stück Glasen damit. Voilà. Den Rest können wir umwandeln an Blick. Ah ne, wir brauchen noch. Pardon, bevor wir den Rest an Blick verwandeln, brauchen 3 Drains. Was sie so gut haut mit der Maus. Tack, bon, wie immer halt, ne? Auf jeden Fall tun wir alles. Den Rest können wir wirklich einen Blick verwandeln. Und da sehen wir, dass wir von weitem nicht genug haben. Nicht genug. Ich ging so und setzen sie hier hin, ne? Nee. Ich erkläre nicht für wenn. Wir werden dann für andere Boden hier machen. Ja, ich wollte keine Sticker, die nur Last gehen. Das geschieht noch nicht mehr. Ich schau mal, dass erlaubt, den Magnet Mode zu aktivieren. Ich meine, es wird das schon ein Kerl. Mich wiederholen gerne noch ein Kerl. Und wenn ich meine, das wird cheaten, das ist mir egal. Das sind halt viel Spaß zu haben. Und dann bloß um meine Idee, ich verliere wertvollen Slab. Ja, also, setzen wir die heute mal. Machen wir mal eine Basis von Ning für uns zu fangen. Da kann ich mal auch schon aufhängen, Sachen rundherum zu setzen. Tisch mir werde mal für den Controller setzen. Mit dem Tank. Und da setzen wir hier. Den E-Bug. Kommen hier Mauren und da könnt ihr den anderen Bug. Ja, soweit so gut. Da kann ich mal hier schon empfangen. 2 Drainer wären durchgegangen. Ich setze den an den Ecker, das gibt mehr Sinn. Für den Meter von da. Voilà. Den Rest muss man noch mit Blick noch füllen. Und mir noch hier in den Tisch. Wir setzen uns dann hier hin. Gut. Vorsetzen. 1, 2 und 3. Und ja, effektiv. Den Rest Blick. Einfach nur mit. Blick. Ich habe schon mal ein paar Potatoes gekocht. Potatoes. Ah, merci, da kann ich mal einen Anfang machen für Bett. Das ist mal gut, ein paar gebackte Grandbrunnen. Die sehen aus wie Bredische. Die sehen lecker aus. Bon, ich hole mal hier. Bisschen Gravel raus. Und das wird schon mal hier unten für Sand. Ich habe noch Grout. Wie blöd. Mal random machen. Wie das ändert nicht drin. Wir machen uns einfach ein bisschen.
gucken, ob ich sein Checken vielleicht schon etwas Falle gelöst hat. Das ist gut möglich. Normalerweise schon. Ah, da sehen wir schon, was Sachen rausgefallen sind. Tu mal ein Lock-Checken. Eck, komischerweise aus den Heiz zum Beispiel. Du gesagt, dass die Kreuzungen so komisch funktionieren. Ich weiß nicht, ob diese sich kreuzen an der Reihenfolge, wie sie gerade stehen. Ich hätte vor allem ein Lock-Checken, die nicht wirklich besser sind. Hat natürlich Holz dran. Den hat noch schon voll, das ist gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Ah ja, so nein. Hi. Hi, mir gute Kohl. Kohl war da wahrscheinlich die Mischung zwischen Holz und Flint. Bei Kohlen denken das super. Tun wir dann ein Level 1 Kohl, setzen den hier dran. Hallo, geh mal. Hatching. E%. Voilà. Das läuft schon, das läuft. Hier ist noch ein Holzschluss in der Pool von den Holzlarven. Rundherum, weil das ist immer praktisch, wenn du ein bisschen etwas kriegst. Schon einfach mal alles matt, Schlüssel frei, Schlüssel Platz. Weil, wenn die 5 Slotte voll sind, dann geht das nicht. Natürlich können wir die ausschließen mit Droppers, für dass das automatisch idle gemäht geht und weiterbrücht geht auf einen anderen Platz. Schrauben wir mal mein Kurve hier. Füllen wir mal ab. Ich will dafür sorgen, dass wenigstens überall immer ein bisschen das am Fall wird dreht. Und dann, die heute brauche ich nicht. War das Sand? Das Sand. Okay. Dann können wir gucken, ob ich das Rezept finde. Ne, das ist Concrete Powder. Ja, ich fand Rezept irgendwie. Was ist? Hatte ich schon genug für ihn? Lebensschnitt. Ne, ich hatte wenigstens genug für zwei. Okay. Und schön noch Feuer Sand. Wir machen den 16, jetzt sind ein Feuerblick mehr. Ja, der kennt das dort wahrscheinlich schon, ne? Ist nichts Neues. Ich hatte das an all Insel Minecraft Adventure. Das war schon immer dabei. Das ist ein Klassiker. Ja, dann muss man da 16 Stück. Und noch 16, das müsste wir gehen. 8 Stück, 1, 2, ja, 3. Dann hier noch ein paar 3. Ja, das geht ja. Und denen da sind wir gut. Ich setze mal mein Rage drauf. Was wir eigentlich können machen, ist mal ein bisschen Platz am Kopf machen, weil hier. Ich brauche auch neue Truhen. Ihr könnt noch gucken, uns zu fangen, nur ein bisschen mehr schlaues System zu schaffen. Wo wir. Komm, gucken, ist das mal. Es geht nämlich Storage Drawers. Das sind. Hier rein oder ich mache mal ein Draw, voilà, so, das sind die hier rein und die sind relativ einfach zu machen, das ist ein Truhe und dann ein bisschen mehr Holz rundherum, dann machen wir das mal, wir machen da einfach so viel wie wir können. Zinkstecker sind schlecht, Menge nicht. Voilà, wir kriegen schon Holz nur, ich kann doch einfach Holz gehen. Da steht hier Bam Pratt dafür. Und da oben stehen wir einfach hier hin. Da tun wir dann mal 3 Stück. Und ich weiß nicht, was soll ich da dran machen? Komm, machen wir mal Mutten. Kehren. Das wird viel Platz halt, ne? Oh, Sprösslinge nicht wirklich, weil gleich können wir auch paar die zu sammeln. Warte mal, schau Mutten dran. Und schlug jetzt Klick drücken, geht ein automatisch alt Mutten dran, einfach schön. An den heute nicht alle 100 Stück dran. Den heute kann. 32 Stacks, ne? Also 32 mal 64. Und dann holen schreit Kehren, Ritzklick, da füllt ihn der Job, da sind ja nur einer Lunch dran. Und das kann ich dann benutzen für das, was den halt am meisten braucht. Ich gehe dann zum Beispiel auch ein ganzes Päckchen Cobblestone sichern. Ich klicke ein E-Mol, ich klicke noch ein paar Mal und dann ist es noch gefüllt, lasse ich schon bei 17 Stack mit 1088 Cobblestone. Da können wir Platz machen, wisst ihr.
Voilà, das sind die Deutsch, du passt ganz viel dran, mit passt just eine Sache dran. Es gibt noch die Wars, wo ich dann 2 andehlt, e mal 2. Da kann ich 16 Stack pro Item dran machen. Und du kriegst in der Halt auch direkt 2 Stück, das ist immer praktisch. Und ja, da gibt halt ganz viele Varianten, wo ich kann machen, und die sind upgradebar. Da, wenn wir hier Upgrades alliieren, die finden dann hier noch Storage. Da sind sie. Das sind die Heiten. Ich tue also Level 1, das verdoppelt einfach dann den Test von 32 gegen ihn auf 64 Stack kommen. Also das ist dann einfach Obsidian mit einem Template Upgrade, die sind relativ einfach zu machen. Das alles da für die relativ gut gemacht. Du hast ein fehlende Textur. Chest funktionieren nicht im Crafting Table. Das ist interessant. Wir haben Platz, wir haben Platz. Und da können wir auch Sachen noch rangehauen. Jetzt wieder Ton. Und den eher will ich gerne einen Truf für sich machen. Pardon. Mingo sagt. Also die heute 44%, ne? Gleich unsere Tatsche vom Weg gepackt. Das ist gut. Und ich geh mal gucken, hey, das Holz zu sammeln vielleicht. Und noch die ganze String. So dass falls man nach ein paar so String gefroht kriegen, sie man nicht rumgeplot, um ein harten Rezept, wo es gebraucht wird. Und da können wir auch direkt Ice Smeltery fertig machen. Wenn wir das gemäht haben, gehen wir auf die nächste Phase River. Und zwar, wir machen ein Päckchen Metall. So dass wir von der Route schneller raufkommen und an Technologie raussprangen. Wenn wir Metall haben, können wir alles machen. Also, lo, und ich habe. Ja, dann kann ich rollieren. Super. Die Truhe noch, dort, vielleicht, was sie. Wer will, kann zwar an das Truhe. Und dann hol ich die rein. Und der Ton. Wirklich. Boah, du hast eh Block leer, bleiben mir schmecken. Wir brauchen den noch nicht. Es ist gut möglich, dass die Heiten durchgehen. Und sobald man den lehnen, muss der Toten umgehen. Dack richtig, dann ist er connectiert, aber benutzbereit. Super, das ist nicht den Hexen, ne? Das ist nicht den Besten. Nee, das ist ein Anfang. Okay, da kochen die Lash, das ist gut. Was wir machen aus 7 Bissen geht nicht mehr. Und den heute raus, ich lehne den heute ran. Und da werden wir auch probieren, so schnell wie möglich eine Maschine zu machen. Wo wir dann einfach können direkt das rallieren und die geht das dann automatisch für Eis 7. Das können wir dann natürlich schon verbannen mit Item Conduits und das ganze werden wir probieren so schnell wie möglich zu automatisieren. Das ist das die Item Conduits, die Item Kabeln, die sind nicht einfach zu machen. Wir brauchen Pulsating Iron, das ist so geringelt zwischen Eisen. Und du gönnst den Chicken dafür mit das lange Webis bei dem. Ihr könnt auf dem nämlichen Niveau wie Diamanten. Und ja, dafür, das ist einfach ein Stück, wo relativ langwertig schaffen. Und du hast viel Wiederholung dran, ganz viel. Dafür schaffen, dass der nicht so viel mit dem ganzen geschnitten. Und ein bisschen mehr wild gesehen am Detail, wie ich die Sache mache, kann ich gucken, ob ich den nicht einfach abholen und auf vier Spulen. Mir auch abholen und auf vier Spulen, heißt, da sind ich aber über den Stunden gegangen. Und ich statt nur vier Spulen, dann. Da sind das aber nur 5 Minuten oder so von Rängen auf 4 Spulen. Und das kaum Maps zu erkennen, nicht mehr für zu suchen. Weil am Juli am Anfang der ganze Stück schon durch die Sieb geheilt. Da sind wir mal am Sand umgegangen. Wir hatten 14 Stack Stücks, 14 Stack Sand und 12 Gravel. 12, weil wir da 2 Stück für drüber benutzt haben. Ihr könnt. Gravel oder Kiesel heißt das hier auf Lützburgisch. Ich habe schon den Lützburgischen also Spruchpark getestet. Geht das nicht für mich. Du hast selbst nicht gute Sammlung erfahren. Du hast ein kompressierter Creeper.
Das ist ein Creeper, den aus, wenn ich den umbringen, da sprang eine Dose Creeper aus dem raus. Aber mit der Monsterfarm, wo ich schon, könnte das schief ausgehen. Dafür schlossen die Creeper einfach Sinn, ich greife die Gunne dun. Wäre interessant, natürlich, ne? Aber auf der anderen Seite, Möglichkeit besteht, dass Creeper außerhalb von der Farm spawnen. Und dass den hier einen Numm hat. Dafür taucht den auf der Karte so speziell ab. Dafür habe ich noch erkannt, weil der Numm da steht. Auf jeden Fall, das sieht cool aus. Voilà, also gucken wir mal an den Rucksack ran, was wir so alles kuten. Also, wir haben 50 Eisenpieces, 23 Koffer, Bone Meal Packchen, wir haben Aluminium, wir haben Silver, Gold, Nickel, Elite, das ist Blei und Kaktuskern. Why not? Wir verbannen alles. Weil an der kleinen Form sind sie nicht benutzbar. Logisch sind wir halt, das wird man wirklich gruten. Also das ist nicht so viel, ne? Von allem werde ich klein gemäht tun. Weil an der Zeit mal 2 durch euch schmelze, werden wir da Log rauskriegen. Ich lehne den Titan alles ran. Da sind definitiv noch ein Stück dran, ne? Wir gehen das alle verloren mal durch die Schmelze. Vielleicht weisen wir dann den heutigen Deal dann schnell noch 4 gespult. Ich muss gucken, wie viel der dann der Zeit hält, weil sonst kann ich nur schlecht andehlen, wie lange die Folge geht. Naja, dann. Ah, ich hab gut kein Lava. Was sind nicht in Hennes? Ah, den Held. Da leiden sie auf jeden Fall dran. Ich bin natürlich nicht drüber gedacht, Lava für zu bereden. Natürlich nicht schneiden, aber bis zur Sicherheit Lava hin. Weil der Toten geht es immerhin nehmen. Ein Eimer. Nicht viel aus. Ich habe schon mir noch gar kein Eimer, das heißt, wir müssen also einen Lehm-Eimer machen. Das können wir mal in der Zwischenzeit noch machen. Lehmbullen, normaler. Du hast normalen. Okay, dann habe ich eben keins. Dann hol ich mal ein Küb. Lehn den nieder, brirschnen und da sind sie. Voilà. Heute kann ich auch so zusammen machen. In der Zwischenzeit, für ein bisschen Zeit, so im Screen halt. Voilà, und da haben wir einen Eisen. Den einen Eimer. Wir werden das wahrscheinlich noch ein zweites machen, weil die bräuchte ja noch länger benutzen. Und das ist nicht top. Das ist bald top, gell? Naja, auf jeden Fall, voilà. Da sehen wir jetzt, wenn das heute mal ein bisschen geschmolzen ist, ne? Allez, so. Okay, wir sind nochmal zurück, Leute. Wir haben ein paar Sachen geschehen in der Zwischenzeit. Erstens am Anfang ein bisschen miser beim Lava sammeln. Du hast mal einen Obsidian-Block und 4 und dem Zier-Tank geheilt. Das hast du ein Stück blöd verkackt. Auf jeden Fall habe ich weiter Lava gemäht und mein Metall geschmolzen. Und du groß, das ist das, was wir hier rausgruten. Und sagst du, jetzt sind eine ganze Reihe Sachen dabei gekommen, wie ob einmal Night Wars und so weiter. 4 war, ganz einfach. Das ist schon. Ein paar Wochen, nachdem sie das abgeholt hat. Und was mir aufgefallen ist, dass lo, wo ich umschneide war, und ich dann halt den zweiten Teil von dieser Folge angefangen zu gucken. Und da war so, oh, Spielbild war angefroren. Spielbild war angefroren, ob einer, ja, nicht mal das nämlich gewesen halt. Und das war für mich nicht okay. Schon mal am Anfang gedacht, soll ich das eigentlich alles neu machen? Weil ich nee, das ist Blödsinn. Ich meine das nicht. Und was ich dafür dann decidiert habe, dass ich einfach der Schilderei erklären, dass das geschieht, das halt. Das ist ungefähr 12 Minuten, wo ich noch ein bisschen in den Chickens geschafft habe. Schon nehme ich den Kohlepulli, dann ich nicht nascht ging. Habe ich so einen normalen Pulli abgetaucht. Den ist immens wichtig, weil den werden wir benutzen. Und dafür habe ich auch die meisten Blumen gesammelt. Es sind immer noch Weißblumen da, die bringen mir nichts.
Aber was ich mache, ist normal eher sammeln, weil die brauche ich halt noch für bei den die ganzen Chicken-Dingen. Da muss ich auch verschiedene Farben eher machen. Für speziell Chickens zu kriegen, die auch halt dann bei den Kreuzungen weiterhelfen. Dafür sammle ich allweg den Wiest. Schön, wie gesagt, mein Dua-System vergrößert mit den Truhe, wo ich noch hat. Oh, das sind halt 45, schön, sind zwar alle gut. Wir machen nämlich heute mehr Nest. Tun ich mal ein. Und ich habe noch. Ne, sind sie. Oh, hier ist ein Päckchen Cobblestone. Am Cobblestone ist auch schon ein bisschen nicht viel gehen. Und zwar mit dem Dwarf war nämlich schon voll. Natürlich die Leute lehne ich zurück. Und immer wenn ich dann ein Stück habe, mache ich daraus ein Stack kompressierten. Also ist hier kompressierten dran. Ups. Komm mal an. Voilà. Wenn ich hier herangucke, 344 kompressiert Blick, das heißt, die muss ich in mal nicht rechnen. Und da wisst ihr, wie viel ich am Ganzen habe. Lava weiß ich immer gut. Schon mal du auch aus Gold direkt Dinge gemäht für Barren. Ah ja, das heißt. Das ist ein relativ einfaches Rezept, wie ich mein Achievement-Book kann draufsetzen. Und ja. Wir werden dann mal probieren, direkt weiterzukommen am Anfang. Wir müssen Upgrades machen für das Tinker's Tools. Mit einem Metallstück drin. Und am Anfang interessant ist das Bronze. Bronze ist interessant, weil da können wir ganz viele Erfahrungspunkte kriegen. Was ich gerne wählt, wäre vielleicht mein Schwert verbessern. Den also im Moment ist Flint. Die kennt man. Also für Bronze brauchen wir Koffer. Und Zinn. Nicht kein Zinn. Shit. Ne. Ich kann konzentrieren machen. Ja, das macht Sinn. Ah, Problem, schon kein Sinn. Das ist ganz komisch. Ich will wissen, wie ich unten kommen. Einfach stinknormalen. Oder das Platinum. Oder Platinum. Tiny Planet. Was lebt? Eine Tin geht das hier nicht mehr, ne? Warum nicht dann nur Bronze? Was lebt? Wer weiß denn mir zum Beispiel den heute Block nicht? Wer weiß mir immens wenig, ne? Weil ich kann auch kein Barre machen, das ist egal was. Voilà, du weißt mir warum Tonnen einer Sachen. Wer weiß mir nicht, alt Mutz. Was soll das? Ich weiß nicht, war mir, weißt mir nicht, Altmutz. Ha. Auf jeden Fall wird man Lokente machen, für auf den nächsten Niveau zu kommen, der Platz hat Tonnen Zeit zu verlieren, indem sich einfach nicht verstehen, was hier viel geht. Ich will mal hier machen, einen zusätzlichen. Also, Nesting Pan. Äh,
Weil ich nämlich eher will sammeln vom normalen Pulli. Ah ja, noch eine Sache. Ich kann ihn da drüber setzen. Boah. Gehen den mal einfach hin. Ich will den nicht, dass den heute verschwindet. Den nicht glücklich an. Guck mal, ob er neu ist. Es. Lock Chicken mal 2. Cold Chicken mal 2. Lock Chicken mal 2. Nicht. Blind Chicken mal 1. Okay. Dann wollen wir mal hier der Waschraum. Da können wir mal gucken. Hier. Ich muss sie überprüfen, den Level von Menge Pullien. Was sind End? Da muss ich noch ersetzen. Mit End komme ich nicht weit. Guck mal, was das halt dann alles. End. Da sind End 2. Was sind End 2? Du kannst mit. Ist immer fortgelaufen. Boah. Den ist mal fortgelaufen. Ja, der wiest noch. Ich kann dem auch Kehre gehen zu essen. End. Das sind End 2. Ich überprüfe noch den Mod. Das sind End. Okay. Ich ersetze den mit dem Klängen. Weil wenn wir bis E-Wert und den du robust, dann all der, die wir kriegen werden an dem Stil sind, Minimum. Die ist die ganzen End-Pack. Die werden wir gleich einfach aufgehauen. Ich meine doch schon. Du machst schon einen End 2, das heißt, da brauche ich da doch nicht. Flint habe ich noch gar nicht, auch nicht. Dafür lassen wir das mal noch sehen. Ist das schon mal viel besser. Oh, bist du schon gewusst? Ich meine, dann haben wir mal Platz, dass neue Pulli können abtauchen. Auch noch. Das ist auch viel Mann, wer Pokere kriegen. Da sind 2-2-2. Ganz gut. Aber du bist ein 2-3-2. Okay. Läuft du ruhig du. Interessant. Ich hätte voll für Scheile mal. Ja. Okay, man daneben den. Ich will das neue Monster, also neue Bullen spawnen. Den heute lass nicht leben. Übrigens, den heute kann ich doch. Ja. Ne? Ah, das hat geklappt. Den müsst ihr rundherum gehen und einfach nehmen schnackseln. Also ich lehne das heute ran. Boom. Wo ist denn dann hier kommen? Weil gerät wird.
Ich denke mal just. Ne. Nicht, abst du, wer wird sich das Kind regeln? Oh, merkt. Du spawnen so. Komm mal einer. Boah, ich muss mal direkt Abster geht machen. Weil dass du das spawnen hast, nicht gut. Also. Ich weiß nicht, ob ich da mit Koffer will ich da nicht machen am Anfang, ne? In dem Fall ging ich da vielleicht ein bisschen selber holen. Und das wäre nicht schlecht, den Chest zu holen, für die Heiden dran zu machen. Nee. Oder machen wir da nicht? Ich will mal leben. Ich gehe gar nicht da dran. Oder dann holen wir einfach mal ein bisschen. Zu viel Slabs. Kann ich Slabs benutzen dafür? Ein Holzstiel will ich noch halen, weil ein ökologischer Stiel ist gut. Der teilt sich löser, löst zurück. Also, wir brauchen ein paar Bilder. Ich brauche Dateien der Ton und der Ton noch ein Kerl. Wenn man Dateien mal ausstehen, wann das geht. Ne. Auch nicht. Braucht man das Slab, so schwell die nicht mehr ideale Platz. Dann Holz. Voilà, ich will mal alles als Holz gemäht. Du hast Leben dran. Voilà, was gut ist, Lo. Ich freue mich schon blöd, nur mal der Teil 4. Lehen, Lehm, Ei hinab. Leben kann ich nämlich auch benutzen für Schablonen zu machen. Also Tollstück aus Fort, lohne ich selber für. Und Schablonen aus Footy. Schablonen kann ich just ein Kerl benutzen, da das halt ein Schick mit denen. Ich weiß nicht, was ich dazu wichtig bin. Das noch dran. Ja, das noch selber dran, ne? Bis noch der Tür geht. Hat das Tür gegangen? Das ist super. Naja, und dann gehen wir in den Stencil Table. Das Toolstation holen, Schwert. Sind da dran. Kling. An den Toolwort und den Hummer selber. Schwert. Den Attack Speed nicht unbedingt super, ist mir ein Attack für 7 heute. Halt. Das ist maybe fair Punkt Link. Und das ist aber nicht schlecht, der geht noch besser. Und den hat auch noch den Effekt, dass ein Holy ist, der Tisch noch stark geht und Tote und so Sachen. Weil die Grofen unsere Gegner sind. Gehen wir dich schnell testen, bevor das mit Vollschreile abhalten, weil die erst schlussendlich ein bisschen lang gehen. Aber durch die Problematik ist das neidisch gewischt. Den hat eine Rüstung, das war Skelett an einer Rüstung. Ich weiß nicht genau, welche Rüstung das war, aber. Boah, das wird nur nicht gut gewesen, ob das wirklich eine Verbesserung ist. Voilà, holen wir jetzt alles mal so viel Nächte wie möglich, wie gesagt. Chicken produzieren muss weitergehen. Ich habe auf jeden Fall nicht wenigstens das Konten abholen, für das mein Feiertvoll, die ein bisschen chaotisch ausgegangen ist, das mal nicht wirklich.
probieren in Zukunft doch viel mehr zu weisen am Mann zu schneiden. Weil der Tönnest du von der Dose will schneiden. Sonst wäre der Tür gar nicht dazu kommen. Und ja, merci, dass ihr Mod guckt eben. Und probieren in Zukunft mal noch tollpatschig zu sehen. Alle, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis nächstes Mal. Ciao.